Speicherballett und Havelkiesel. Die historischen Speicher am Südufer der Wasserstadt standen lange leer. Seit 2016 wurden sie renoviert und für Wohnzwecke umgewandelt. Zusammen mit neuen Bauprojekten entstehen im Quartier Parkstraße Nord nun über 600 Wohnungen. Das historische Speicherensemble westlich der Insel Eiswerder hat eine wechselvolle Geschichte durchlebt und war für eine lange Zeit dem Verfall ausgesetzt. 2016 begann die Sanierung und Umwandlung zu Wohnzwecken durch die BUWOG. Ursprünglich für die Wehrmacht gebaut, übernahm die Speicher nach dem Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle für die Versorgung der Westberliner Bevölkerung. Im ersten Bauabschnitt wurden zwei denkmalgeschützte Speicher restauriert, während ein fensterloser Speicher abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wurde. Bis 2022 erfolgte die Fertigstellung des Wohnensembles Havelkiesel auf dem Gelände, bestehend aus drei kieselförmigen Gebäuden. Der Neubau des Havelbogens sowie weitere Wohngebäude sind bis 2024 geplant. Das künftige Gesamtquartier, bekannt als Parkstraße Nord, wird dann eine Mischung aus 215 Eigentums- und 415 Mietwohnungen bieten. Für weitere Details und Neuigkeiten besuchen Sie unsere Website und abonnieren Sie unsere Kanäle. Bis bald!